Hey, in diesem Video zeige ich euch, wie man Kalamungay oder Malungay-Bäume hier auf den Philippinen pflanzt. Das ist nämlich was sehr Besonderes. Und zwar, das hier sind abgeschnittene Äste von einem Kalamungay-Baum aus dem Garten von meinem Freund. Und den einen haben wir jetzt hier gerade durchgesägt. Und hier hinten machen wir einfach ein Loch im Boden. Einfach um diesen Ast da reinzustecken. Und daraus wächst dann ein Baum. Und dass daraus wirklich ein Baum wächst, das zeige ich euch hier. Hier haben wir nämlich schon mal so einen Stock in die Erde gesteckt. Der ist dann mal umgekippt ein bisschen und deswegen steht der so schräg. Aber da wachsen dann diese leckeren Blätter, die Kalamungay-Blätter, die wir in die Hühnersuppe reinmachen und die sehr, sehr gesund sind. Okay, jetzt kommt der kritische Moment, wo wir das Ding richtig einpflanzen. Man muss darauf achten, dass der Ast im Boden ist. Und dann einfach wieder zufüllen und warten. Und ich hoffe, dass ich irgendwann mal in den nächsten Wochen ein Update darüber geben kann, ob daraus tatsächlich ein Baum wird. Aus diesem Ast, den man einfach abgehauen hat. Das ist übrigens ziemlich feucht innen drin, auch nach ein paar Tagen noch. Wahrscheinlich ist das der Grund, warum daraus nochmal Bäume wachsen können. Weil das irgendwie nicht sofort abstirbt. Ist der einzige Baum, den ich kenne, wo das so ist, dass der Ast nicht sofort komplett tot ist, wenn man den abhaut, sondern dass daraus einfach nochmal ein Baum wachsen kann. Ich bin gespannt und freue mich darauf, ein Update darüber zu geben.